Apulien hat 6 Provinzen. Diesmal sind wir in der Provinz Foggia mit knapp 700'000 Einwohnern. Der Sporn vom Stiefel mit seinen kleinen Städtchen, den alten Pinienwäldern und die Küste mit den weissen Kalksteinwänden, das ist der Gargano. Der Monte Cornaccia ist der höchste Berg von Apulien mit 1'151 Metern. Aber zuerst besuchen wir Loreto, das südlich von Ancona liegt, ein berühmter Wallfahrtsort von Italien. Loreto ist ein kleines, unscheinbares Städtchen. Die riesige Kuppelbasilika Santuario della Santa Casa auf dem Hügel ist ein grosses Wallfahrtsziel der Italiener. Auf der grossen Piazza della Madonna steht der Brunnen mit Drachen und Delfinen. Heutzutage könnte man solche Kunstwerke gar nicht mehr zahlen. Die Bronzetüren aus dem 16. Jahrhundert sind ein Blick wert. Die Reliefgemälde sind schon von vielen Pilgergenerationen geküsst worden. Die Wallfahrtskirche Santa Casa ist 1468 von berühmten Renaissance-Baumeistern gebaut worden. Wie ein riesiger Sarkophag steht der viereckige Santa Casa unter der Zentralkuppel. Der ganze Block ist mit Marmor eingekleidet und mit unzähligen Skulpturen und Relief fast überladen.
Der lange Innenraum hat viele Seitenkapellen. Rund um die Santa Casa sind 13 halbrunde oder achteckige kleine Kapellen, die von verschiedenen Ländern gestiftet worden sind. In der Sala del Pomeranchio sind riesige Wandvitrinen. Da sind zahlreiche Geschenke an Madonna aufbewahrt. Auch das ist Kunst in Vollendung und man kann nur staunen, was früher die Menschen mit einfachen Werkzeugen alles hergestellt haben. Zum Schutz von Piratenangriffen ist die Kirche wie eine Festung ausgebaut worden. Vom 12'000 Einwohnerstädtli führen alle Strassen zur Basilika. In einem kleinen Restaurant bei einem guten italienischen Essen stillen wir unseren Hunger. Thank you.
wäre das noch. Ja, aber Herr, ich bin mir auch nur noch hier gesagt. Ein Viertel der Anbaufläche in Apulien wird für die Olivenbäume gebraucht. Die Hälfte des italienischen Olivenöl wird in Apulien hergestellt. Zahllose Grotten hat es an der Kalksteinküste. Das wollen wir trotz dem Wüstenwetter nicht verpassen. An der Küste. Das ist eine typische Sache für den Galgano, aber auch für andere Teile. Städtli Vieste sieht man hier einisch aus einem anderen Blickwinkel. Die kleine Stadt war schon in der Antike bekannt und ist jahrhundertelang immer wieder von Piraten angegriffen worden. Schon im 10. Jahrhundert vor Christus war das Städtli eine griechische Kolonie. Vieste steht auf einem Felssporn, der weit ins Meer rausgeht. Der romantisch kleine Naturbogen sieht man auf vielen Ansichtskarten. Viele Aussichtstürme stehen an der apulischen Küste, um in früherer Zeit Piraten rechtzeitig zu entdecken. An der Steilküste fallen einem grosse Holzkonstruktionen auf. Es sind die Trabucchi, die für den Gargano typischen Fangnetze der Fischer. Vier Männer sind nötig, um das Gerät zu bedienen. Viereckige Netze werden ins Meer runtergelassen und im richtigen Moment müssen sie wieder aufgezogen werden. Wegen der hohen Wellen können wir nicht in die Grotten hinein. Thank you.
Küste besteht aus Kalkstein, der wasserdurchlässig ist. Quellen, Bäche und Flüsse haben den Kalkstein ausgewaschen und unterhöhlt. Und so sind die Grotten entstanden. Die Felswände, Buchten und Grotten haben verschiedene Namen. Bucht vom Hai, Nodelspitz, Schwalbengrotte, Fledermausgrotte und. Viele Grotten sind drinnen offen, so dass man den Himmel sieht. Kalkstein ist vor Jahrtausenden aus Muschelbänken im Meer entstanden. Viele Grotten sind zusammengefallen und durch die Jahrhunderte ausgewaschen worden. Mit dem Wellengang wird es langsam kritisch für unser Schiff.
hat das jetzt also eine Porto Greco. Und dieser Bogen hier oben, der ist also auch recht bekannt und ist hier wirklich ganz besonders. Baschi, das ist also übersetzt Küsschen. Noch anderthalb Stunden Fahrt geht's zurück nach Vieste. Stolz zeigt uns der Fischer sie Fang. Vieste mit 14'000 Einwohnern ist ein typisches Städtli aus der Gargano-Gegend. Kathedrale im romanischen Stil gebaut, stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist im 17. Jahrhundert mit Fresken ausgeschmückt worden.
Die engen, romantischen, parallel laufenden Gassen in der Altstadt gehen alle durchauf oder durchab. Die Häuser werden durch gemauerte Bögen gegeneinander gestützt. Im Museum sieht man ganz seltene Muscheln. Wer kennt da schon alle Namen? Pescici ist ein kleines Städtchen mit 4'500 Einwohnern. Am 31. Oktober 1998 hat sich das Leben von 99 Familien im kleinen Fischerdorf Pescici verändert. Im Lotto haben sie 60 Millionen D-Mark gewonnen. Darum ist der Lottozettel in Stein gemeißelt worden.
Hier besuchen wir eine Wohnung aus dem 16. Jahrhundert und sehen, wie die reichen Leute dort zumal gelebt haben. Bei diesem Wetter macht es einem gar nicht an, um im Meer zu baden. Viele kleine Souvenirläden mit italienischen Spezialitäten laden zum Kaufen ein. Die alten Häuser und Kirchen stehen auf einer Felsnase über dem Meer. Im Naturschutzgebiet Foresta Umbra gibt es einen kurzen Halt. Hier hat es über 100-jährige Buchen, Eichen und Kästenbäume. In San Giovanni Rotondo leben 26'000 Einwohner und der Wallfahrtsort liegt auf 560 Meter. Eine kleine Stadt mit dem besten Krankenhaus von Süditalien. Der Padre Pio hat das Krankenhaus gebaut. Der Padre Pio
hat von 1887 bis 1968 gelebt. Ein einfacher Priester und Mönch, der weit über die Grenzen von Italien berühmt worden ist. 1999 ist der Padre Pio vom Papst Johannes Paul II. In Rom selig gesprochen worden. Die einfachen Glasfenster lassen das Licht in den dunklen Kirchenraum. Die 21 Meter lange Krippe wird natürlich von den Pilgern und Touristen bewundert. Im Jahr 2004 wird die neue Kirche eingeweiht. Monte San Angelo liegt auf einem 800 Meter hohen Hügel und hat 17'000 Einwohner. Der achteckige Turm von der Kirche San Michele Arcangelo sieht man schon von weitem. Kirche San Michele ist auch ein Wallfahrtsort. Das Höhlenheiligtum wird jedes Jahr von Tausenden von Pilgern und Gläubigen besucht. Die zwei Bronzetüren sind 1076 in Konstantinopel gemacht worden und stellen die Taten vom Erzengel dar. Im 9. Jahrhundert ist der Castello gebaut worden. Auch hier gibt es viele Märzstände.
Wallfahrer und Besucher müssen auch gegessen haben oder kaufe ich gern ein Souvenir für die daheim. Der Gargano in Apulien war für uns eine unbekannte Gegend. Leider hat das Wetter nicht so mitgespielt. Aber umso mehr gehen wir gerne wieder heim.